Chaos oder wie ihr auch am Anfang vom Video immer seht, Dr. Gadget. Ich versuche die kommenden Wochen, ja, alles was hier um mich herum ist, noch weiter auszubauen. Bin dabei gerade, ja, hier in meinem Büro eine Art Studio aufzubauen. Im Moment war das Studio bisher immer ausgelegt auf Voice, das heißt auf ja, Voice-Over, auf Anrufbeantworterstimmen oder auf Eventsprechen. Da ist meine Stimme ausgelegt. Mein Studio hier ist noch nicht so ganz ausgelegt, aber ich habe mir die ersten kleinen Gadgets zugelegt, um ja, weitermachen zu können mit meinem YouTube-Studio. Und ich stehe mal gerade auf und hole mir das erste Gadget. Denn ihr steht noch aktuell, beziehungsweise das Handy, mit dem ich hier immer aktuell aufnehme, mein Huawei P20, steht aktuell noch auf einem ja, Telefonzubehörkasten drauf. Und das zu ändern, habe ich mir ein kleines erstes Gadget gekauft, das ich euch jetzt zeige und holen gehe. So, klammheimlich habe ich mir das erste Gadget hier mal an den Tisch geholt, und zwar ein Foto Pro, wenn das die Marke ist. Ich möchte hier gar nicht irgendwie groß Werbung für die entsprechende Marke machen, sondern einfach nur mal ja, zeigen, was ich mir gekauft habe, was dazu führen soll, dass das Studio hier nach und nach professioneller wird und ich euch einfach noch mehr qualitativ auch hochwertigen Content zeigen kann. So, die meisten unter euch werden es schon erraten haben, es ist ein Stativ, und das Stativ kann ich mir ja, auf gut über Tischhöhe aufmachen. Hier habe ich noch drei Möglichkeiten, das Ganze auszuziehen. Ist relativ stabil gemacht und ich habe dafür noch keine 30 Euro bezahlt. Näheres erfahrt ihr, wenn ich ein kleines Video dazu gedreht habe. Ich möchte hier auch noch ein kleines Review machen. Hier ist ein kleiner Fernauslöser dabei, den kann ich abmachen. Viel mehr, glaube ich, ist da nicht groß dazu zu sagen. Wir gucken die Zubehörteile noch mal an. Im Zubehör war dabei eine Handyhalterung, wo ich mein Handy einspannen kann. Das Ganze mit der entsprechenden Halterung schon für das Stativ hier versehen, wo ich das Ganze dran schrauben kann. Dann habe ich das normale, ja, das normale Bett für eine Kamera nochmal einzurichten oder dran zu schrauben dauerhaft. Und hier nochmal ja, irgendeine Halterung mit Winkel. Auf die einzelnen Teile kann ich ja nochmal eingehen in einem der nächsten Videos. Und jetzt machen wir die Kamera einmal drauf und dann schauen wir, wie das ganze Bild sich verändert. Ja, und schon sitzt ihr, beziehungsweise steht ihr auf dem Stativ drauf und damit auch um einiges höher, so dass ja, der Sichtbereich hier vom Studio auf jeden Fall ein bisschen größer wird. Und jetzt geht's ans nächste Gadget, das ich euch zeigen möchte. Und zwar gehe ich wieder hinter den Tisch und ich verändere was mal, schauen, ob man was sieht. So, ich habe jetzt nicht vor, direkt schon mit großer Bildbearbeitung oder Videonachbearbeitung anzufangen. Das spare ich mir für die nächsten Videos auf, aber hier schon mal, ja, ordentlich mehr Licht. Eine Softbox im Hintergrund sorgt dafür, dass ich zu egal welcher Tag- und Nachtzeit, auch wenn ich hier von einer Seite richtig schönes Tageslicht von einem großen Fenster habe, ja, mit der Softbox immer noch zusätzlich das entsprechende Licht, dass ihr mich auch abends, wenn ich Content produziere, hier sehen könnt. Ja, als drittes und letztes Gadget, das hier zum Studio beiträgt, möchte ich euch noch, ja, teasern, dass natürlich hier ein anderes Mikrofon noch hinkommt. An Mikrofon mangelt es mir hier nicht. Ist nur der Aufbau aktuell, der beziehungsweise der Zustand vom restlichen Raum, der es aktuell etwas verbietet, dass ich schon die Mikros hier richtig aufstelle. Aber das kommt alles so, dass auch die Sound-Nachbearbeitung und der Sound an sich einfach viel besser werden. Und das, wie gesagt, ich glaube, das Spannende von meiner Sicht her oder auch aus eurer Sicht sollte sein, dass ihr wirklich Schritt für Schritt mitbekommt, wie sich das Studio hier entwickelt und wie die Gadgets, die ich hier nach und nach einsetze, dazu führen, dass wir hier hoffentlich ein richtig schönes YouTube-Studio aufbauen und ihr sowohl den Ton, das Bild, als auch die Produkte, die ich hier vorstelle, wirklich optimal seht. So viel dazu, das soll es schon gewesen sein mit dem Video, und ihr werdet jetzt in den folgenden kleineren Videos immer wieder sehen, wie ich, ja, hier immer mehr ein Studio draus baue und ihr immer mehr sehen könnt und wir vor allem auch noch mit vielleicht besseren anderen Kamerawinkeln hier arbeiten können und dann ein richtig schönes YouTube-Studio entsteht. Bis dann, wenn ihr meine Videos mögt, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise mögt, dann hinterlasst mir gerne ein Like hinter dem Video und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen, es steht noch alles ganz am Anfang, aber ich bin mir sicher, zusammen können wir da richtig viel draus machen. Also, bis dahin und ciao!